So, kurz Settings machen, Chat. Grafik. Fenster ohne Rahmen. Anti-Aliasing rein. Nvidia-Gedöns Anti-Aliasing rein. V-Sync aus. Er hat alles verstellt. Bevölkerungsdichte können wir ausmachen, weil gibt's eh nicht im RP. Achso, nee, warte mal. Darstellungsdistanz ist wichtig. Texturqualität auf so hoch wie geht. Für Performance in GTA, fragt mich nicht, aber das ist fucking komisch. Ja? Kleiner Tipp an der Stelle. Wenn ihr FPS-Probleme in GTA habt, macht als erstes die Grasqualität von Ultra auf Normal. Trust me, das ist ein super Performance-Boost. Schatten am weichesten, Nachbearbeitung hier auch so hoch wie es geht. Sehr hoch, Änderung übernehmen. Mein GTA ist so komplett gemoddet mit alles, mit ENB, mit Shader, mit Natural Vision Evolved, mit alles auf, ich meine, guckt es euch einfach an. Ja, warte, noch den richtigen Shader reinmachen. So, Abfahrt. Mein GTA sieht einfach dieses andere gut aus. So, jetzt aber halt die Frage mit neuen Settings und so, sieht das besser aus als sonst? Dann haben wir Pixelbildung, oder nicht? Weil GTA, gerade Straßen, GTA ist der Endgegner an Pixelbildung. Mit ENB brauchst du gar kein Anti-Aliasing. Really nicht? Weil fucking the one and only Nenza, ja, man nennt ihn auch den Grafikkönig, einfach mein GTA zu dem gemacht. Halber RP-Kampf. Digga, ich schwöre, ich hab ihm einfach eine Bombe gegeben und er ist so umgefallen, auch mit Kopf auf Straße, ich schwöre. Okay, Chat, sagt was, wie sieht's aus? Besser als sonst? Oder gleich? Gibt's einen Unterschied zu sonst? Warte mal, ich will's mal dunkel machen. Kurz sterben. Ehrlich, keine Ahnung, ist da vorher auch schon geil aus. Krisselt nur irgendwie nicht mehr so beim Fahren. Viel weniger Pixelbildung. Ist besser als sonst, viel besser. Ne, das Auto ist nicht glänzend. Geh mal ein glänzendes Auto da vorne, das rote möchte ich. Stopp. Halt, stopp. Hier stehe ich. Okay, Chat, wie ist? Okay, testen wir aber mal, wenn wir jetzt schnell... Sind die hinter mir her? So, ich glaube, so ein Polizeiauto ist ein bisschen schneller. Wenn wir jetzt schnell über die Autobahn fahren. Lass mal gucken, ob dann das noch irgendwie so schwammig, eklig, pixelig wird. Oder ob das auch fit geht. Chat, wie ist es? Keine Pixel. Ich würde sagen, damit haben wir die Bildqualität perfektioniert, ne? Zumindest das, was momentan auf Twitch technisch möglich ist. Ich glaube, wir haben für den aktuell momentan technisch möglichen Stand haben wir, glaube ich, durchgespielt. Das ist insane, Alter. Das gefällt mir richtig, richtig gut, ne? Boah, Alter, jetzt das, was man im RP immer machen will, aber nicht darf, Alter. Schön. Solche Dinge. Nice. Das war ein guter Move. So. Ach so, ja. Jetzt nochmal bei Tag. Testen wir auch nochmal. Sie brauchen ein Auto. Hallo Quadratspreu! Schönen Tag dir! Ah ja, da kommt ein Auto. Viel besser. Stick einfach nur. Okay. Kann ich euch ganz kurz auf den Boy hier aufpassen lassen?
dann kann ich schnell auf Toilette und dann gehen wir eine Runde ins RP. Auf ganz entspannt, gucken, was so abgeht. Wie gesagt, wir können nur Butters spielen gerade, Chat. Und ich kann noch nicht so lange spielen, weil, guck mal, ich kann mich jetzt gerade nicht in so Stories reinsteigern und spielen, dass ich irgendwie sauer bin oder aufgeregt oder aufgebracht oder sonst was. Also ihr merkt, also ich mache halt meinen Mund auch noch nicht so weit auf beim Reden, ne? Wenn ich jetzt einen anschreien müsste oder anfahren müsste oder sowas, das könnte ich einfach gerade nicht spielen aufgrund der OP. Es geht nicht. Ja, deswegen können wir nur ganz entspannt. Ich bin froh, dass ich wieder da bin. Bin auf ganz entspannt. Einfach mal gucken, was die Lage macht. Abchecken, gucken, wer so am Start ist. Einfach eine Runde ins RP reinsliden. Guten Tag. Boah, ich will gerade mein Handy aufmachen und gehe instant ran. Was geht ab, Wischling? Was ist das? Bist du das? Ja, bin ich. Oha. Ich habe gesehen, zu der Fragezeichen eingespeichert, welche Nummer ich hatte. Ach so. Ja, yeah, nein, ich bin das. Ich wollte nochmal hören, was die Lage macht und ob ihr dem Nolan nochmal den Dämon ausgetrieben habt. Ja, also wir haben zwei Aktionen gemacht. Ja, bei der einen war ich ja dabei, aber da konnte der nicht. Ja, ja, aber danach haben wir noch zwei gemacht. Jetzt. Dann ist Alessio und Steinfeld ist zu uns gekommen und dass der Glade da ist und wir das machen wollen, dann haben wir das gemacht. Und da haben wir so getanzt und gesagt, wir entweihen seine Inseln und so, das war richtig lustig. Da waren auch richtig viele Leute unterwegs, so, die haben das alles gesehen. Wie hat der reagiert? Dann, ja, er hat erst versucht zu, weiche, und hat irgendwas uns in die Fresse gehalten, weiche, dann habe ich gesagt. Ja, sofort auf damit! Warten weiche. Die gerade quasi in den Pipi? Weiche! Ja. Weiche! Weiche! Du bist dein, weiche. Du das willst! Du bist weg! Weiche! Sagt, dein Gott, wo ist er jetzt? Und so, du hast ja keine Macht. Und ja, dann ist er irgendwann ist er komplett weggelandet vom Friedhof. Der ist komplett von uns verjagt worden. Darf ich lachen? Und dann hat irgendeine so einen Quitter-Post gemacht, nicht auf meinem Land und so und keine Ahnung. Dann haben wir nochmal einen Quitter-Post gemacht. Du hast einen Quitter-Post gemacht? Ja. Wie heißt du auf Twitter? Keine Ahnung, wie der Account heißt. Irgendwas mit, warte, ich muss selber gucken. Incubus Luciferus heißt der Account. Warte mal, was ist denn raus denn da? Hiermit erkläre ich den Dämonen den Heiligen Kreuzzug. Warte mal, ist das auf euch gemünzt? Ja, ja, das ist auf uns gemünzt. Aber ich habe so mit Alessio geleadet. Weil ich glaube, die wussten halt nicht, wer wir sind und warum. Warum ist das auf euch gemünzt? Ja, weil wir ja die Dämonen sind. Und was haben die für ein Problem mit euch? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe mit Alessio geredet dann, weil ich glaube, die wussten nicht, dass ihr halt so eine Aktion fahren wollt, weißt du? Also die wussten halt die Hintergrundstory nicht. Dass man dann so einen heiligen Krieg inszenieren kann und man will ja dem Nolan eins auswissen und jetzt fühlt er sich bestimmt auf der sicheren Seite, dass man da so Krieg inszeniert. Und dann gewinnen die Dämonen und dann ist sein heiliges Land weg, weil er ja keine Vasallen mehr hat, weißt du? Aber das müsst ihr halt mit ihnen doch kein klären, so. Dein Land gehört uns, knie nieder, staub und beuge dich für uns. Ein rennender Priester und Lügner, das bist du. Deine Kräfte sind schwach, alter Mann, du wirst das Land nicht beschützen können. Wir werden dich holen, wir werden das Fegefeuer über deiner Kirche entfachen. Okay, warte mal, das heißt, ihr habt jetzt Stress mit den Crusadern? Ich glaube nicht, also die wissen, glaube ich, nicht, wer wir sind und wenn sie wissen, haben sie uns noch nicht kontaktiert. Ich glaube, das ist eher so, wenn die nicht wussten, welche Aktionen und so, damit sie halt so ein bisschen auch mitmachen, weißt du? Aber ja, also kannst du es ja mal mit denen klären, so, ja, dass das von euch, dass das von euch läuft? Also ich frage mich halt, was die da für Aktien drin haben überhaupt, ja, weil die Crusader können Nolan nicht leiden. Das frage ich mich halt auch. Die wollten den eine Zeit lang umbringen, der lebt eigentlich nur noch, weil ich meine Hand über den gehalten habe. Ich horch da mal nach, ich melde mich bei dir. Okay, hast du unser neues Let's Longstone gesehen? Was für ein Restaurant? Wir haben ausgebaut. Bei euch, oder was? Ja. Ich komme gleich vorbei. Okay, bis gleich. Ja, bis gleich. Mahlzeit. Hallo. Guten Abend. Was geht ab? Ihr lebt noch, ich habe immer Angst, wenn ich längere Zeit nicht da war, dass ihr tot seid. Dann kann man von dir auch behaupten, du lebst noch. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich musste eine Woche im Bett bleiben, ich war krank. Du warst krank. Ja? Ich will Ruffy von den Crusadern umbringen. Was? Kannst du dich erinnern, dass ich die Brandverletzungen an den Beinen hatte? Es hat sich alles komplett entzündet, nachdem Ruffy mich behandelt hat. Ich hatte eitrige Beine. Na lecker. Das ist schon ekelig.
Was bist du für ein Mediziner? Ex-Mediziner. Ex-Mediziner, was... Als was warst du bei den Medizinern angestellt? Als Schlachter? Psychologe. Und Pathologe. Was hast du mit mir gemacht, Raffi? Also er kann Köpfe und Leichen. Hast du dich denn an meine Anweisungen gehalten? Ich war eine Woche nicht da, weil ich eine Woche nicht aus dem Haus konnte, weil alle Brandverletzungen, die du mir behandelt hast, sich komplett entzündet haben. Ich hatte eitrige Beine. Ja, das nennt sich Brandblasen, die wahrscheinlich dann nicht von dir wieder gereinigt wurden. Die waren eitrig. Ja. Na, was heißt nicht gereinigt, war duschen. Mit Seife und allem? Ja klar. Da hast du Fehler Nummer 1. Warum? An eine eitrige Wunde oder allgemein an Wunden jetzt nicht unbedingt mit Shampoo und allem ran. Hast du den verdammten Band täglich gewechselt? Hast du die Salbe täglich aufgetragen? Hey, nein, ich habe gedacht, der Verband muss draufbleiben. Nein, täglich wechseln, deswegen habe ich dir da Verbände doch da gelassen. Hat er dir auch gesagt, ich war sogar dabei. Ich sag, wenn ich den abmache, reißt das auf oder so? Nein, täglich wechseln, damit eben da nicht sich entzündet. Okay, haben wir die unwichtigen Sachen geklärt? Glaub schon. Wie fährt sich der BMW? Der war doch eine Vollkatastrophe, oder nicht? Nee. Der war noch nie eine Vollkatastrophe. Der andere. Das war der andere BMW. Ja. Als du in dem Ding hier drin saßt, warst du das letzte Mal schon leicht am Schwärmen. Jetzt sind die Schaltwege optimiert und ja, der Turbolader ist noch ein bisschen besser aufgeladen. Der ist jetzt noch besser. Ja. Mach mal an, bitte. Du musst bedenken, es ist ein SUV, ne? Also es ist kein Supersportler, sondern ein schweres Auto. Aber viel Spaß. Bin gleich wieder da. Alter. Ich hab das Gas nur angetippt. Yep. Alter. Geht gut, ne? Also, wenn sogar ich es schaffe, mit 260 durch die Stadt zu ballern und dabei keinen Unfall zu bauen, heißt das was. Ja. Das ist super krass. Gut, ich gehe mir ein Restaurant angucken. Viel Spaß dabei. Dankeschön. Achso. Ja, und er saß mit Ocean aber auch nicht. Jojo, ist so entspannt. Was geht ab? Ja, willkommen bei Rock von Gong. Was geht? Im Limitierten. Na, dann zeig mal, was da ist. Ja, komm mal mit. Ihr werdet auch von Tag zu Tag mehr, oder? Ja, von außen sieht man so ein bisschen von innen, ne? Aber hier ist erstmal der Haupteingang. Kleten Sie ein. Hier ist so Empfang. Da können Sie sich ins Gästebuch eintragen, wenn Sie wollen. Sonst kriege ich irgendwelche extra Waschmaschinen und Trockner. Wollen Sie das auch ausfüllen? In das B, da muss ich extra Tinte holen. Nein, das passt. Okay. Ich werde die Unterschrift später vernichten. Dann ist hier der à la carte Bereich. Hier gibt es täglich asiatische Speisen. Wann immer Sie wollen, so rund um die Uhr eigentlich. Immer wenn jemand von uns da ist. Ja, ist so der kleine Bereich mit Bar, wo man täglich einfach was essen kann. Dann hier hinten hat es ein kleines Separee. Falls da mal zwei Date wollen oder so ein bisschen Kussi-Kussi oder so, kann man so die Ecktische geben einfach. Mhm. Wenn das nächste Mal einen Problemfall haben, gehen wir hier mit dem Essen neben so einen Ecktisch. Ich hab's auch schon Alessio vor. Alessio hat's nicht wollen, gefühlt. Dann hauen wir dem einfach eine Gabel in die Hand. Alessio hat's nicht gefühlt. Dann hab ich ihn besser vielleicht dann gleich. Ja. Dann müssen aber wir die Überwachungsbänder vernichten. Wir unterscheiden nicht unter flauen Mann so, wir machen Steh- und Sitzpinkler, damit sich jeder wohlfühlen kann, wo er will. Also wenn sie im Sitzen pinkeln nach rechts und wenn sie im Stehen pinkeln nach links. Okay, aber wenn ich so pisse wie das Bild da, ne, dann knie ich mich vor die Toilette, um im Knien in das Klo zu pinkeln, ne? Ja, da müssen Sie ja die richtige Technik anwenden. Ja, das sehe ich mich. Ich hoffe jetzt nicht, dass Herr Butters ins Klo gefallen ist, ne? Nein, ich habe noch Hände gewaschen. Es hat besser funktioniert, als ich dachte. Ja, hier sind unsere Praktikanten immer so am Essen, Schlafen und Klinken und Putzen. Die schlafen hier dann. Mhm.
Dann gehen wir hoch. Das ist die Küche, hier werden immer alle Speisen fließend zubereitet. Für unsere ja, Alabis mit Burger und so haben wir hinten auch einen Dönerspieß organisiert, damit die sich auch wie zu Hause fühlen. Und hier haben wir dann Lebendlager, noch unsere flissen Hühner. Aber nicht leinfassen, wir die beißen. Alles abgeschlossen. Ja, die beißen nämlich die Hühner, da dürfen sie nicht leinfassen. Aber im Endeffekt, wenn sie wollen, könnten sie sich einen Huhn aussuchen, welches wir dann schlachten für sie. Die sind aber, also ich habe noch nie so fette Hühner gesehen. Ja, die sind gemästet. Muss ja auch Fleisch dran sein. Ja, weil sonst lohnt sich das nicht. Sonst kriegt man nicht so viele... Ja, aber ist ja dann sehr das ist aber Massentierhaltung, ne? Das ist... Die wollen das so, das haben die gestern erst gesagt. Das ist Massenkäfigtierhaltung. Ja. Das sind sogenannte Das macht es natürlich besser. Käfighaltung ist noch... Ja, das sind Flylandhühner, weil die haben ja hier genügend Luft. Aha, so. Hier ist dann auch noch unser kleiner Kühlbeleich und unser Schlachtbeleich. Hier kann man schön schlachten. Natürlich nur Tiere, ne? Die Batterien sind dort, weil manchmal einzelne Autos dann ein bisschen, ja, ich sag mal. Auch noch das Thema, also Batterien im Kühlhaus aufbewahren ist jetzt nicht unbedingt die effektivste das Methode. Das ist, weil unsere Autos manchmal nicht anspringen, dann müssen wir nicht jetzt nur zugreifen können. Natürlich. Mhm, genau, und das, ja. Batterien mögen einfach die Kälte. Das Ding ist, ich hab eine Frage. Also ich habe frische Hühner gesehen. Ja. Und ich sehe auch, dass ihr was mit Schwein macht. Ja. Aber warum kommt die Hälfte eurer Speisen aus der Dose? Das ist der Nachtiss, das sind Lizi. Das sind so Lizi eingelegte Linsen. Das ist ja nicht das Einzige. Ja, ja. Ihr habt unter dem Salat 5 Minuten, Terrine. Ja, das sind für die ganz billigen Speisen und so, ne? Mitarbeiter. Ja, Mitarbeiter essen. Dann kommen wir in den VIP-Bereich. Hier gibt es dann Live-Kochsoße. Hier kann man sich, je nachdem, wie jemand mehr mag, kann man sich so eine Booth mieten oder auch das gesamte Stockwerk, wenn man jetzt Firmenfeier oder sonstiges hat, kann man sich mieten und dann kommt unser Koch und bereitet live für sie Susi zu, wenn er da ist. Dann kommen wir ins Chef-Büro. Haben wir nicht eben erst im Büro? Das ist unser Chef-Büro. Also für die Mitarbeiter halt. Hier gibt's auch Obst. Ja, ganz fließend. Der einzige Raum im ganzen Restaurant, wo es Obst gibt. Ja, es ist Obst im Haus auf jeden Fall. Hier kann man sich gut vorbereiten und so, mal ein bisschen runterkommen, so nach der schwer getanen Arbeit. Und dann haben wir noch eine kleine Karikatur an der Wand machen lassen. Sich umdrehen. Da links sehen sie Wasserhahn mit der großen Nase und dem blauen Saal so. Und rechts sind wir mit dem schwarzen Saal, wie wir gerade gegen Wasserhahn kämpfen. So haben wir uns ja geklündet. Deswegen ist das so eine kleine Hommage. Ich verstehe. Ich finde es sehr krass. Ich das hoffe, jetzt, oder? Mehr echt jetzt. Ich hoffe, ihr macht was draus. Ich komme sehr gerne zum Essen vorbei. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich bin echt krass überrascht. Das ist ein sehr schöner Laden, den ihr habt. Wo komme ich hier wieder raus? Hier. Und der wieder unten.